Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen wunderschönen guten Vormittag, Mittag, Abend, Schrägstrich, Nacht und für alle, die noch Zahnärzte wollen. Ja, also wenn ich mir das aufreizend liebliche Gebiss von unserem werten Herrn Hugo da so anschaue, danke, dass du mit dem Mauscursor da hinfährst, dann denke ich mir, ich sehe da etwas Karies und deswegen verändern sich ja da dauernd die Pupillen da. Der merkt es, der hat Angst, er sucht schon einen Zahnarzt, aber wo findet man halt den Mittelalter so einen guten Zahnarzt, der Drachen als Patienten duldet. Egal, es ist Zeit für einen neuen Part Stronghold Legends. Das hast du jetzt sehr schön gesagt, wie immer, aber du musst das sagen, es gehört einfach dazu. Eine Sache musst du sagen, die gehört einfach dazu. Jetzt wäre ich nervös. Er wird ja ganz rattig. Achso, ja, na sicher. Ja, das ist ja sowieso das. Da wird er rattig. Da kommt der Bayer wieder raus. Da wird er rattig, gell? Mit da gibt's Leberkassimme. Dann Schweinsbraten und dann gehen wir raus ins Freiluftscheißenhäuseln. Wir haben. Ja, das war damals sowas ist. Wir haben im letzten Kapitel Morgan Le Fay gejagt und haben die erste böse Burg angegriffen. Ja, eine Action garantiert. Wenn ihr es noch nicht angeschaut habt, Werbung in eigener Sache, schaut euch das an. Sechsten Kapitel bei Part Nummer 12 sind wir jetzt bei Sieg. Das heißt, wir gewinnen. Wir wissen im Vorfeld schon mal, dass wir gewinnen. Und jetzt hören wir, was der Erzähler zu sagen hat. Rede, Erzähler. Nun, da Lancelot wieder in Camelot weilte, war die Tafelrunde wieder vollständig. Und in der Burg wurde freudig gefeiert. Vor allem der Königin ging es wieder besser und sie verließ ihr einsames Schlafgemach, in dem sie sich während der Gefangenschaft Lancelots eingeschlossen hatte, und feierte mit. Aber Glück ist selten ein dauerhafter Gast. Und überall wandten unbesiegte alte Feinde ihre hungrigen Augen Camelot zu. Obwohl, das war ja die Aufgabe vom letzten Mal eigentlich, befreie Sir Lancelot. Genau. Und jetzt ist er wieder zurück. Weil wir haben ja die Schwertscheide noch nicht gefunden. Genau, und jetzt schauen wir mal, was der zweite Erzähler zu sagen hat. Jetzt bitte, dein Part. Wenn Sir Bedivere sein Schwert nicht beim Kampf um unseren heiligen Steinkreis zerbrochen hätte, hätten wir vielleicht niemals unseren gütigen König gefunden. Aber leichtsinnigerweise haben wir die übrig gebliebenen Kriegsherren nicht ausgelöscht. Denn sie haben Freunde und konnten so eine neue Armee aufstellen. Nun haben sie die gesamte sächsische Armee versammelt und marschieren auf Camelot zu, um alle zu vernichten, die sich ihnen entgegenstellen. Deppert, wo haben wir umgebracht, Thomas? Nicht. Die kommen die Sachsen? Ne? Die kommen die Sachsen. Sie, keine Feinde mehr auf der Karte vorhanden. Niederlage, euer Burgherr stirbt. Das war nicht so schön. Ja, wenn es im Lord gefunden, ans Gefundene geht. Ne, ja, das lassen wir aber nicht zu. Ja, die üblichen Tipps, ist jetzt eh nichts Großes dabei, dass wir Ehre brauchen, dass wir die Ritter der Tafelrunde holen können, die haben alle ganz coole Spezialfähigkeiten. Wir brauchen Gold, Ruhmespunkte, Ritter der Tafelrunde, Camelot, ja. Und ja, wir sind wieder in Camelot. Ja, unsere Speer berichten, dass die Sachsen sich in großer Zahl da jenseits unserer Grenzen sammeln. Ich denke, sie werden erst unsere Verteidigung testen, bevor sie den Hauptangriff starten. An der Stelle sind wir im lieben zweiten Kapitelchen stehen geblieben. Mit genau der Burg, genau den Soldaten überall. Und genau an der Stelle machen wir jetzt weiter. Wir haben wieder einen Niederlagentimer. Einen Niederlagentimer? Also an Zeit bis zur letzten Schlachttimer, das war jetzt ein Blödsinn. Das war jetzt ganz, ganz falsch formuliert, du kleines Rocky-Lein. Das heißt, der Timer muss jetzt ablaufen und dann haben wir gewonnen. Der Timer muss jetzt ablaufen und dann kommt die letzte Invasion. Okay. Dann haben wir gewonnen. Na gut. Dann haben wir gewonnen. Dann haben wir gewonnen. Das erfreut das Herz, wenn jetzt wieder so eine schöne Musik vonstatten geht. Vonstatten geht? Ja, dann bauen wir eine Rüstungsschmiede und dann bauen wir eine Schwertschmiede. Schmerzschmiede. Ja, jetzt können wir die auch machen. Steitkolbenkämpfer, Ritter, Schwertkämpfer. Also gut, die Schwertkämpfer waren letztes Mal schon dabei, die Pikeniere waren letztes Mal nicht dabei. Kerzengießerei können wir einmal machen. Und eine und noch eine.
Und noch eine. Weil nochmal mit den Kerzen kann man auch Ehre gewinnen in der Kirche. Kann man dann Gottesdienste einstellen, wie oft die kommen sollen oder auch nicht. Oder auch nicht. Da macht einer Armbrüste. Hast du gerade Brüste gesagt? Ja, ich habe gerade Brüste gesagt. Ja, ich musste jetzt posten. Was, die Brüste? Nein, dich. Auf einer Liste. Was für eine Liste? Ja, die im Internet jetzt kursiert. Auf einer Liste. Alter, vorne, auf einer Seite. Wir können immer noch keine Waffen kaufen. Schlimm. Schlimm, 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 schlimm. Ach, geh. Und wir haben ein paar Eisen. Bei dieser wunderschönen Musik kann doch gar nichts schief gehen. Ja, ich mag das Lied, ich find's cool. Ja. Oder Soundtrack. Ich wollte den jetzt voll. Slipknot, glaube ich, was ich da höre. Ja, unbedingt ja, Slipknot. Ja, unplugged. Jetzt sind wir wieder, ja, da haben wir wieder in der Brotdose bei der Lupe die lustigen Scherzen geschlafen. Und haben mit den lustigen Scherzen geschlafen. Ja, ich schlafe immer mit Brotscherzen. In einem Bett. Nicht das, was du denkst. Was denk ich denn? Ja, ich will's gar nicht wissen. Ach so. Und das war der zweite Post. Ach ja. Rekruten, wir werden angegriffen. Rekruten werden angegriffen. Hunde! So, da haben wir ein paar Leute stehen. Euer Zeichen, Sire? Rauf auf die Welle! Okay, jetzt haben wir ballern. Apropos, hast du mitgekriegt, dass man sie jetzt da noch verblizzert? Ja, wie? Nein, anders. StarCraft 2 runterladen kann, gratis. Echt? Ja. Wieso das? Oder wie das? Ich weiß es nicht, aber es funktioniert quasi mit dem Hintergedanken mit einem gültigen Blizzard-Account. Hm. Yes. Ja. Also, ich glaube, ich werde das machen. Das ist ja alles gratis. Ja, oft, dass man nicht nur einen Flo ins Ohr setzt namens namens StarCraft LP machen. Geil war es ja schon, ich muss sagen, den Zwarer, der kenne ich eigentlich nur von den Cinematics her, was man sich so auf YouTube anschaut. Den Einser Teil, der ist dafür Kindheitserinnerung. Mhm. Wie ich wurde, was ich bin. Powered by Doc und Doc. Aber dann hätte es eigentlich in der Mehrzahl, müsste es dann sagen. Wie wir wurden, was wir sind, Entschuldigung. Genau. Genau. Immer so egoistisch und nur fernbezogen. Na, steht man schon wieder bis da. Bis da steht. Hat sich von der damals hat er. Ja, genau. Weißt du schon. Muss ich gleich trinken, ne? Ja, was heißt? Eine Limonade. Eure Soldaten sind bereit. Vergorenen Traubensaft. Vergorenen Traubensaft. Ja, Fieslinge. Weg vom Tisch. Ja, weg vom Tisch. Unsere Bögen werden singen. Ne, das. Wir sind bereit. Die singen dann ein Lied. Lalilu. Ja, Sire. Reihen halten. Irgendwie backen die gerade ein bisschen. Und hin und her und hin und her. Und ja, hin die und wollen her. Das so. Die backen nicht so die komisch. Die backen nicht, die poken, ne? Ja, genau. Ja, genau. So lustige Spasten hat es damals schon gegeben. Kann mich noch erinnern. Ja. Ja, das war halt so. Die haben halt nicht in die Burg rein dürfen. Die sind draußen, die haben draußen herumgeleckt. Na voll, die haben uns auch den Ratschlag gegeben, wir mögen eine Küche bauen, dass wir Ehre kriegen. Ja. Wo mag das wohl sein? Scheiß auf die Ehre, Schweinsbraten gibt's. Ja, es gibt irgendwo Schweinezucht da, Weinberg. Ja, Schweinezucht. An Weinberg und Schweinsbraten. Ja. Voll cool. Haben wir doch was gehabt damals, ne? Ja. Nur weil du immer den Spruch jetzt bringst in letzter ja, Zeit. Ja. Aber sonst haben wir nichts gehabt, weißt? Voll. Jetzt einmal so kurz, so ein paar Fragen. Entscheide für eins. Pizza oder Schweinsbraten? Pizza. Echt? Ja. Okay. Hat dich das schockiert? Warum nicht?
Ja, die Bäuche nicht. Ja, die. Wieso kommen da keine Armbrüste herein? Cola oder Fanta? Cola. Schreibt es in die Kommentare, wie schaut's bei euch aus? Ja. Apple oder Microsoft? Bereit! Keine Ahnung. Waffen benötigt, Shire. Blödsinn, PS4. Was kriegt sie dann eure Lanzen? Wäre ja schön. Ja, hast du noch keine Lanzen? Die kommt dann schon später, wenn's groß bist. Bogenschützen, vorbereiten! Ja, unbedingt. Und du Haare am Sack kriegst. Erst was ist mit denen zwei? Eigentlich sind es vier. Irgendwas rennt da gerade nicht rund. Der Feind zerstört unsere Gebäude! Welcher Feind? Abknallen! Seid ihr deppert? Schneller, schneller! Nein! Ja, das ist jetzt aber nicht schön gewesen von denen. Das ist jetzt aber nicht wahr. Nein, das sollte man reklamieren. Das ist jetzt aber nicht wahr. Das bringt es um. Unsere Sehnen sind gewachst. Die Musik bricht mitten an im Spiel. Wir werden angegriffen! Jetzt wird's lustig. Na? Was machst du? Was tust du? Renn doch her, renn doch her, renn. Renn, 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 renn. Du rennst durch und hast das Camp zusammen. Bring's um, bring's um. Zerstören. Töten. Angriff. Angriff. Auf euren Befehl. Ja, da hast du den Befehl. Auf euren Befehl. Wir haben jetzt eigentlich ein paar Kerzen. Ja, der Feind hat seine Leitern an unsere Welle gelegt. Echt? Der Feind ist aber ganz schön feindlich. Moin, lieb. Rauf auf die Welle! Mach das mal. Der Feind zerstört unsere Gebäude. Was das wieder kostet. Wer soll denn das zahlen? Der Steuerzahler vielleicht? Naja. Ach Gott. Es ist ein Krampf. Es ist alles ein Krampf. Es ist wirklich ein Krampf. Wir haben es wirklich mit dem Singen. Das ist ja, geil. Eigentlich beunruhigend. Ja, aber das ist doch schön. Das ist ja schön. Ein wir sind auch Singen. Schön, ja. Ganz ein schönes Singen. Ja, ich meine, wir geben eher nur so Töne von uns, aber... Ja, gut gemeinte Töne. Ja. So soll man es wirklich kennen. Warum baut denn eigentlich da hinten? Was sind das jetzt heißen, wir kennen es. Natürlich können wir das. Können wir das können? Ja, wir können es. Und ein paar Pipi-Handy-Fami. Ja, dann gibt es nicht nur Schweinsbraten, sondern ein Bochhändl. Genau. Schweinsbraten oder McChicken, wenn du schon so angefangen hast. Schweinsbraten oder McChicken? Mhm. Schweinsbraten. Ja, stimmt. Ihr müsst da zu dem Thema wissen, der liebe Rock geht nicht oft zum Mäcki auf Burger. Ja, nein. Also ich war... Jetzt da in die letzten 3 Jahre 3-mal. Dafür, ihr lieben Gefundenen, kann er selber Burger machen, für das die niederknient hast. Ja, also weiß nicht.
weiß nicht, ob man das so verallgemeinern kann, aber ich habe zumindest deinen Geschmack getroffen, sagen wir mal so. Ja, sicher. Und es ist schön, dass dein Geschmack meinem ähnelt. Erst Burger war wieder mal alt, ey. Ich wollte es eh schon lang, kann ich mir gemacht haben. Ja, machen wir keinen Guster. Ich hab schon einen, also. Zu spät. It's too late! For Burger Time! It's too late! Erwarte Befehle! Ja, da kriegt er halt der One Republic Song kleiner viel mehr Würze. Ja. Oder ist dir das jetzt einfach so eingefallen von wegen irgendein Little und das Nein. ist das erste, was kommt? So, wir schreien schon wieder nach Eisen. Das war One Republic? Apologize for One Republic. Ich glaube schon vor 10 Jahren, das ist schon recht. Das war. Die sind auch schon wieder ein Weilchen im Geschäft, diese lieben Freunde. Der Nacht und guten Unterhaltung. Wobei, sagen wir es, ich bin selbst großer Fan davon. Mhm. I like. Ich habe wieder Coldplay in letzter Zeit zum Hören angefangen. Ja. I like too, very much. Mhm. Man kann ja gar nicht fast sagen, das gehört eine zu deinen Lieblingsgruppen, wo man jetzt sagt, so von Bands her. Absolument. Ich meine, und so haben wir ja einen Teil davon, unser Ostern 2017 verbracht. Hilf mir mal, Gas. Wenn wir zu dir dann gekracht sind und uns Konzertausschnitte von deiner DVD angeschaut haben. Ja, Ghost Stories 2014. Genau. Live. Und wann haben wir sie das angeschaut? Um 4:30? Irgendwo. Vier? Das war, also in der Nacht. War super. Wir werden angegriffen. War, was meine Verhältnisse betrifft, immer für mich ist total faszinierend an der Band, dass die es schaffen, irgendwie so total am Boden zu bleiben. Wir werden es bald mit einer großen Armee zu tun bekommen. Da hörst du nichts von wegen irgendwelchen Geschichten über kriminelle Sachen, welche gottbewahrte Drogengeschichten und sowas. Das kommt bei denen alles nicht vor. Und für das bewundere ich die Typen irrsinnig. Mhm. Ich glaube, ich habe sogar irgendwo mal gehört, dass die sich selber als in der Truppe so irgendwie vereinbart haben. Wenn irgendwer so einen Scheiß anfängt, dann fliegt er aus der Band. Mhm. Wir werden angegriffen! Mhm. Galoppiert! So, geht sich das aus? Geht sie das ein? Hast du zusammen? Bevor ein Belagerungsgerät kommt? Jep, geht sich aus. Tod und Verderben. Waffen benötigt, Sire. Eure treuen Bogenschützen. Wir werden angegriffen. Die kommen wieder vor 17.000 Ecken gleichzeitig. Jetzt habe ich nur eine Frage an dich. Bist du eher so der Sommer- oder der Wintermensch? Sommer. Wenn es Winter ist, kannst du sagen, da draußen ist kalt, warum soll ich da rausgehen? Hm. So kühle. Unsere Bögen werden singen. Euer Befehl, Sire. Bringt das um, die blöden schwarzen Wuffis. Ja, es sind gerade dabei, dass wir das ändern. Und aus. Gut, Freunde, gut. Das habt ihr gut gemacht. Und deshalb werdet ihr nicht ausgelacht. Ausgelacht, in dem Fall heißt ausgelacht, deswegen werdet ihr nicht umgebracht. Das reibt sich sogar. Ja, super, das ist noch. Ich wollte es halt nur lieb formulieren. Ja, das wolltest du. Machen wir mal einen Speicherer. Datei überschrieben. Datei überschrieben. Das Ei. Deutscher hat glauben, das Ei, dat Ei. Dat Ei. Dat Ei. Der ist der richtig, der richtige Depperte. Nein. Er kann nicht schneller, wie schneller, aber er wird. Er war der Depperte. Er war. Der Depperte. Zu extra noch gewartet. Wir auch.
Entstellung. Entstellung gesagt. So, da stellen wir noch einen Jochenochse hin. Und da haben wir noch ein paar Brüste, Armbrüste. Ja, der kommt mal da hinten hin. So, schauen wir mal, vielleicht können wir jetzt die Tafelrunde uns behalten. Sir Paddy, wer, Lancelot, wer konnten von denen was Gutes? Lancelot. Ich glaube, der Galahad ist ein guter Kerl. Warten wir mal am Galahad. Na gut, aber ich glaube, wir werden es ein bisschen aufteilen und werden uns den Rest der Party im nächsten Part genehmigen. Jetzt hat er auch noch Party gesagt. Ja, ich finde auch, also das war jetzt damit ungefähr 20 Minuten. So das, wo man hier wollen, mal Penislänge hat. Ziellänge. Dann können wir den Part schön splitten. Ja. Ja, möchtest du zu dieser angefangten Mission noch ein paar abschließende Worte verlieren? So wie, schaltet nächstes Mal wieder ein. Nein, ich meine nicht so zusammenfassende Worte wie, das haben wir gut gemacht, aber doch beim nächsten Mal können wir es besser, oder... Das haben wir immer gut gemacht und beim nächsten Mal können wir es immer besser. Ja, das war's eigentlich. Ihr merkt, es ist sehr schwierig, mit dem Singen aufhören zu wollen. Voll. Und es kommt immer wieder zurück und dann grinsen wir uns immer an und dann passieren ganz komische... Nein, keine Erektionen. Da passieren ganz komische... Also ganz komische Körperfunktionen werden da ausgelöst und rattig werden wir auch. Aber jetzt, das sage ich nicht mehr. Jetzt rede ich nicht mehr weiter, weil sonst... Das ist schon peinlich genug. Ja, also neu starten, Hilfeoptionen speichern, Spiel laden wollen wir nicht. Denn wir möchten uns nun verabschieden. Und das tun wir mit einem... Grüß euch. Und Tüdelü.